Hieß Eisen, oder? Korundum-Erz. Her damit. Das nehmen wir natürlich mit. Was wir kriegen, kriegen wir, ne? So blöd, dass es jetzt hier gerade so duster ist. Ich hätte gerne wieder ein bisschen hellere Zeiten. So, Korundum-Erz haben wir. Vor allen Dingen, dass es die ganze Zeit aus Eimern schüttet. Das ist voll schlimm. Pentas Haus entdeckt. Naja. Sieht ganz nett hier aus. Aber hier möchte ich nicht sein. Schwimmen wir erstmal wieder hier hin. Mal sehen, was uns hier gleich erwartet. Ob uns hier was erwartet. So eine Krabbe. Okay, sie hält doch mehr aus, als ich dachte. Aber immerhin bekommen wir jetzt mal ein bisschen einen Krabbenpanzer. 35 XP bekommt man dadurch. Was bringt eigentlich diese Krabben, dieser Krabbenpanzer? Ausdauer wiederherstellen. Ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Weißt du was? Machen wir jetzt mal Jagd auf die. Damit wir diese Zutat haben. Ha, ja. Die ist natürlich leer. Natürlich. Ich kann ja auch nicht irgendwas abschlagen. Weißt du was? Ich glaube, da ist die Erdung sogar gar nicht schlecht. Ja, weil Wassergetier leitet sehr gut. So. Und wir müssen ja auch noch so ein bisschen... Oh, warte mal. Wir könnten ja mal, jetzt so ein bisschen auf Magie gehen. Ich glaube, das hier ist Magie, oder? Schatten des Windes? Nein. Das hier ist Magie. Fokus. Die Erinnerung schaltet alle Magiedisziplinen für euch frei. Außerdem erhaltet ihr dauerhaft erhöhte Mana-Generation. Sowie das Talent Fokus, das kurzfristig die Mana-Kosten für Zauber aller Art um 33% senkt. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Wirkungszeit 15 Sekunden. Jetzt geht auch... Man sieht jetzt auch unten links, dass unsere Mana sich schneller wieder auffüllt. Weil das bringt ja schon mal dieses Attribut, was wir da jetzt gerade genommen haben. Und ich werde jetzt auch mal gucken, dass wir diese Fähigkeit, dass halt diese 33% reduziert werden, werde ich mal gucken, dass ich das auch auf den Slot kriege. Halt. Was ist das denn? Wundbrand. Ihr seid 10% weniger effektiv mit Nahkampfwaffe. Wo habe ich mir denn das eingeholt? Zauber der Lichtmagie. Ja, das sind ja die Sachen gesättigt. Eine Minute bin ich noch gesättigt. Okay. Fokus, da ist es. Dann haben wir das jetzt auch, beziehungsweise ich werde es mal auswählen, falls wir es jetzt gleich brauchen sollten. Hier gibt es ein paar Schmetterlinge. Wo ist er? Da. Fackelwürmchen, beziehungsweise Glühwürmchen. So. Ach, das bedeutet Zelt. Banditenlager. Nee. Oder? Ach, weißt du was? Nee. Das machen wir jetzt nicht. Ich möchte jetzt erstmal irgendwie nach Flussheim kommen. Heilen? Ich bin geheilt. Wo muss ich denn jetzt lang? Von wo bin ich denn gekommen? Bin ich von hier gekommen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Naja, nee. Doch, ich bin von hier gekommen. Natürlich bin ich von hier gekommen. Weil da war nämlich das alte Haus, was zerfallen ist.
wir hier erstmal Jasper das Tagebuch bringen. Irgendwas klopft hier. Und da sind schon wieder welche. Du greifst mich aber nicht an, oder? Nein. Gut. Was ist denn das da? Das ist ja eine Mine. Und da leuchtet irgendwas. Das könnte Windwort sein. Schimmermine. Schimmernde Mine. Nicht Schimmermine. Und hier ist auch wieder irgendwas. Okay. Ich wollte euch nicht stören. Den Totentanz will ich nicht stören. Ich lauf mal lieber weg. Immerhin habe ich jetzt mal wieder die Lauftaste gefunden. Und wir haben jetzt sogar den Rucksack um. Ist ja cool. Das sehe ich ja jetzt erst, dass wir den umgelegt haben. Also aufgesattelt haben. Wie spät ist es überhaupt hier? 9.16 Uhr. Ach du meine Güte. Ich werde mal probieren, bei Jasper da oben zu schlafen, damit wir wieder Tag haben, weil die Nacht halt sehr, sehr lang sein kann. Huch! Ich höre... Ach, das war schon wieder ein Fuchs. Diese Füchse, ne? Die klingen so ein bisschen wie diese Untoten, die Daugre. Die klingen auch so... Machen sie ja auch gerne. Da ist eine Eispranke. Hey! Gehen wir einfach mal... Da ist ein schönes Loch. Gehen wir einfach mal hier lang. Gift des Leidens. Leeres Skelett, ein Eisendolch. Da oben ist noch eine Eispranke. Da müssen wir sogar mal hoch. Höpsa! Ich will die Eispranke. Geht doch. Hat sich schon mal gelohnt, wieder zu klettern. Und wir sind langsam in der Nähe. Was leuchtet denn hier so? Hä? Warum schimmert denn das hier so? Ich will es nicht wissen. Ich bin schon wieder hier an der Stelle, wo wir den Troll vernichtet haben. So. Ich gehe da jetzt absichtlich hoch. Also jetzt nicht, wenn ihr das hier denkt, ah, du hast da jetzt das und das übersehen. Nein, ich mache das jetzt extra. Weil ich das beim letzten Mal eigentlich auch machen wollte. Aber da war dann Jasper nicht mehr da oben. Und da möchte ich mich jetzt mal hinbewegen. Wie komme ich denn da wieder hin? Tja, nun, also, ich glaube hier rüber. Ja, hier sind die... Hier ist wieder das Wasserrad und jetzt muss ich da eigentlich nur hoch. Ja, los, wir stürmen. Und laufen mit einem Affenzahn hier hoch. Und wir nehmen natürlich wieder die Glühwürmchen mit. Das finde ich immer in der Nacht schön, dass die Glühwürmchen dann fliegen. Ist da eine Höhle? Die zumindest so aus, die eingestürzt ist. Ich werde jetzt auch mal kurz Glühwürmchen. Achso, haben wir schon. Ausdauer wiederherstellen. Okay. Dann haben wir ja die Zutaten jetzt zusammen. Für Ausdauer wiederherstellen. Ist da die Distel gewesen? Tatsache. Habe ich gut im Augenwinkel gesehen. So. Dann wollen wir mal mit ihm sprechen. Guten Tag, Jasper. Na, wenn das nicht meine neue Kumpanin ist. Und? Fündig geworden?
Ja, ich habe den Gegenstand im Wasser gefunden, eine Schatulle. Hiro hat darin Briefe versteckt, eine Art Tagebuch. Jesper von den Briefen erzählen. Interessant. Ich kannte die Umstände nicht, unter denen seine Gefährtin gestorben ist. Das nenne ich mal traurige Ironie des Schicksals. Ermordet von denen, denen man helfen mochte. Aber gut, jedes bisschen hilft uns weiter. Der Orden wird diese Briefe sehen wollen. Mhm. So, das Tagebuch ist entfernt. Jetzt wollen wir nochmal mit ihm reden. Mhm. Ihr sagtet, euer Name sei Jesper Mintumial Dal Varek. Ist Dal auf Enderal nicht ein Adelstitel? Gut erkannt, ja. Ich bin meines Pfades Erhabener. Aber bitte, blendet das einfach aus. Ich bin kein Freund von Titeln. Die sind meiner Meinung nach nämlich nichts als Prestigehüllen, mit denen sich langweilige Menschen überlegen fühlen können. Ich mag ihn. Ihr meintet, ihr findet verloren gegangene Dinge wieder. Heißt das, ihr seid so eine Art Schatzjäger? Schatzjäger? Das hat ja einen schönen Beiklang, aber... Sagen wir einfach, ich helfe Menschen bei der Erfüllung gewisser materieller Wünsche. Wie der Ordenshüter, der der holden Maid ihren verlorenen Schuh zurückbringt. Nur werde ich dafür bezahlt und habe ein flexibleres Gewissen. Mensch, hier war irgendwie gerade so eine Anspielung auf Aschenbrödel, Aschenputtel, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Schmunzel, verwegen, das gefällt mir. In anderen Worten, ihr seid ein käuflicher Verbrecher. Das heißt, ihr nehmt es nicht so genau mit dem Gesetz. Schmunzeln. Verwegen. Das gefällt mir. Ja? Das ist schön. Aber bewahren wir uns das Kennenlernen doch für später auf, in Ordnung? Normalerweise bin ich offen für Gespräche, aber jetzt, im Moment, sollten wir uns auf die Mission konzentrieren. Okay. Er fand das sympathisch. Das finde ich gut. So. Okay. Jetzt wollen wir mal das Bett schlafen. Wir wollen jetzt einfach mal versuchen, ob das Arkanistenfieber steigt. Aber es dürfte hier ja sicher sein. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wir haben es 10 Uhr. 8 Stunden dürften reichen, oder? Machen wir lieber 9, dann ist es 7. So. Bams. Das Arkanistenfieber ist nicht gestiegen. Oh mein Gott, das ist ja wunderbar. Nein, er singt wieder. Kommt heran und leert die Becher 15 Mal soll es geschehen und wir fangen an zu zählen. Ist ja schön, dass er den Mund nicht bewegt. Zweimal für des Paters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Und es trinken Hirtenbauern, die sonst auf dem Land versauern. Händler, Schmied und auch der Bart sind sich heute für nichts zu schade. Ich geh mal lieber. Entschuldige, ich weiß nicht. Ja, du kannst überhaupt nicht singen. Doch, der kann eigentlich singen. Also es klingt auf jeden Fall besser als das, was ich manchmal an den Tag lege. So. Dann schnappen wir uns hier noch so ein paar... Oh, ich finde das richtig schön, dass jetzt wieder die Sonne scheint. Da hinten ist ja auch ein Schiff, ne? Das müssten wir eigentlich auch mal genauer unter die Lupe nehmen. Die Stamina füllt sich jetzt auch wieder schneller auf. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Diese Stiefel, die ich da aufgesammelt habe, ne? Das war ja ein Z-Gegenstand irgendwo. Wo sind sie denn? Da. Schleichen ist 4% effektiver, erhöht Ausdauer um 4 Punkte. Anziehen. Wenn Schleichen auch noch effektiver ist, ne? Das ist super. Super. Hört da hinten eigentlich die Welt auf oder geht's da noch weiter? Okay, meine Frage hat sich, glaube ich, erübrigt. Da geht's tatsächlich weiter. Das muss ich mir mal irgendwie merken, dass da noch ein Schiff ist. Ich vergesse das eh wieder. Ich kenne mich. Ich kenne mich leider zu gut, ist das Problem. Aber, damit ich es nicht vergesse... wie kriege ich das jetzt wieder weg? Ach so, Marker entfernen, so. Da möchte ich den gerne hinhaben.
dann weiß ich, dass da ein Schiff war, dass ich da irgendwann mal hin wollte. Weil ich mache jetzt Folgendes, ich werde mich jetzt hier oben hinstellen. So. Und wir haben eine schöne Aussicht auf diese Burg. Aber irgendwie stört mich gerade, dass hier Schattenwurf ist. So ist es besser. So, dann würde ich einmal sagen... Moment, ich möchte mich mal kurz noch anders ausstatten. Damit man mal sieht, dass sich ein bisschen was verändert hat. Dann war die Axt oder das Schwert. Komm, wir machen das mal so. So, jetzt sieht man, dass sich mal ein bisschen was verändert hat. Eine Typenveränderung haben wir hinter uns. Und tja, es ist wieder Zeit. Die Aufnahmesession ist, wird nun beendet. Weil wir haben jetzt doch ganz schön lange gespielt. Ich hätte jetzt... Was? Es sind fast sind 2 Stunden um. Ich glaube schon. Ich glaube, ich hatte um 8 angefangen. Jetzt haben wir es 10:30. Holla die Waldfee. Da ging aber mal die Zeit flöten, du. Naja. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen, wieder fürs Dabeisein. Und ich bin gespannt, was wir beim nächsten Mal erleben werden. Weil, ja... Weil darum, ich kenne Enderal ja noch nicht hundertprozentig, aber jetzt im Moment passieren so Sachen, die haben wir natürlich schon mal gemacht, aber es wird sich bald verflüchtigen, weil dann kommen nämlich die Sachen, die wir noch nicht so häufig, also die ich noch nicht so häufig gemacht habe. Den Anfang, den habe ich mehrmals gespielt tatsächlich, deswegen kommt mir das auch alles so ein bisschen bekannt vor, aber es hört bald auf. Also wir sind jetzt, sagen wir mal, bei 50% angekommen von dem Teil, den ich kenne und dann geht es bald los mit Gefilden, wo wir uns dann hinbegeben werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so der Anfang ist jetzt besser geworden. Es war jetzt ein paar interessante Stellen und vor allem Dingen sind die Bugs weg. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber die Wölfe, die haben ja bei den letzten Malen... Also ich weiß nicht, ob ihr noch von den alten Folgen hier mit zugestoßen seid, aber wenn ihr euch die ersten Folgen anguckt, von der ersten Staffel, sagen wir mal Folge 5, da hatten wir das Problem... dass sich die Wölfe irgendwann festgebackt haben. Das heißt, die sind dann einfach an einer Stelle gewesen und dann haben die sich nicht bewegt. Du konntest sie schön umbringen. Nee, das ging, glaube ich, auch nicht. Die haben einfach nur gelebt und haben geatmet. Mehr haben sie nicht gemacht und haben dann da ganz krumm und schief irgendwo in der Gegend rumgestanden. Das haben sie endlich beseitigt. Das muss man echt mal anerkennen. Das finde ich sehr, sehr gut. Naja, gut. Bevor ich jetzt hier noch lange reden schweife, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hier bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Macht es gut, bis bald und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde von Enderal. Hier sind wir wieder bei einer neuen Aufnahmesession, bei Aufnahmesession Nummer 3. Ich werde das jetzt auch jedes Mal irgendwie sagen, welche Zahl wir gerade erreicht haben. Für die Statistik, damit wir mal wissen, wie viel wir eigentlich aufgenommen haben. Und, oder wie oft ich aufgenommen habe, besser gesagt. Ich habe vor, weiterzumachen. Wir müssen ja jetzt noch Jeros Jugendfreund finden. Aber vorher möchte ich gerne, eine Stelle bereisen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Weil da kriegen wir nämlich noch eine Nebenquest. Und die möchte ich gerne mit euch machen, weil sie gehört einfach dazu zum Anfang. Naja, genau. Jetzt muss ich hier, glaube ich, rechts abbiegen. Wie authentisch das einfach wirkt. Weißt du, hier ganz viel Blut. Hier siehst du die ganzen Blutlachen hoch. Hä? Da sitzt einfach mal ein Fasan. Auch nicht schlecht. Und dann kommst du hier so hoch und dann siehst du hier diesen toten Troll. Ja, das kann schon mal passieren. Sieht irgendwie so ein bisschen so aus, als ob der Troll hier lang geschliffen wurde. Aber hey. Nee, wir gehen jetzt hier mal durch dieses Wasser hier. Und ich finde das so cool, wie das Wasser weggeht. Mit den Wellen. Oh, guck dir das mal an. Was ist denn das? Ansprechen. Händlerin Eshra Mireya. Oder so ähnlich. Nein. Nein. Ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht. Hä? Wie meinen? Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Nicht dein Ernst. Warum muss denn jetzt hier so ein scheiß Vieh kommen? Weißt du, man kann doch nicht mal diese Sequenzen genießen.
Dann kommt hier einfach so eine blöde Krabbe an. So, nochmal. Nein, nein, ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht! Wie meinen? Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Ein Todesgott? Oder Stirnrunzeln? Falls ihr irgendwann auch noch etwas Sinnvolles sagen wollt, wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Fragen wir jetzt erstmal, ein Todesgott? Was? Boah, ist die groß. Oh, verzeiht. Ich bin eingenickt. Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Das ist eine lange Geschichte. Die Frage ist, was macht ihr so weit draußen? Ihr wirkt jedenfalls nicht wie die typische Abenteurerin. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händlerin. Und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Mhm. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Ach so. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Mhm. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung. Und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann ja nicht schaden. Großartige Idee, wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche, gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Meint ihr, ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Okay, lasst mich raten. Es hat mit dieser Elfriede zu tun? Ach, ja, meine Elfriede. Man hat sie entführt, gestern Nacht erst. Bei den Sternen. Ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg. Das ist ja furchtbar. Dann hat man sie entführt? Irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Die Banditen? Nein, ein Vatür. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr? Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Aha, okay. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefressen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie verzeihen. Okay. Gegen ein Vatüren kämpfen? Da verlangt ihr eine ganze Menge von mir. Was ist für mich drin? Ich hab sicher irgendwas dabei, was euch nützlich ist. Aber reden wir darüber, wenn ihr sie gerettet habt, in Ordnung? Jede Sekunde, die wir vergeuden, spielt diesem Biest in die Hände. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wartet hier. Oh, bei den Göttern. Habt Dank. Beeilt euch. Gestrandet. Gestartet. Elfriede aus der Dreiflusswacht retten. Handel, zeigt mir mal, was ihr so im Angebot habt. Natürlich. Cool. Jetzt können wir hier sogar noch ein bisschen handeln, wenn wir wollten. Und hier gibt es tatsächlich eine Eisenaxt, aber ich brauche ehrlich gesagt keine Axt. Weil wir haben ja ein paar. Die große. Ich weiß nicht, was für eine Waffe gut ist für so ein Valtüren. Also hier gibt es auf jeden Fall ein paar Tränke. Hier gibt es auch ein paar Lehrlingsbücher, die könnten wir uns eigentlich kaufen. Lehrlingsbuch Einhandkampf. Elementarismus. Ich glaube, ich kaufe mir tatsächlich den hier. Und den Elementarismus. Weil wir benutzen ja hauptsächlich Magie und wir benutzen viel die Einhandwaffen. Von daher wäre das gar nicht mal so schlecht. Was ist Entropie? Verbessert Entropie für Lehrlinge. Was ist denn Entropie gewesen? Fernkampf könnten wir theoretisch auch verbessern, aber so viel Geld haben wir jetzt nicht mehr. Weil ich ja jetzt alles quasi vergeben habe schon. Was haben die denn noch? Wein hat sie sogar 32 Mark, sag ich schon, Groschen. Wechseln wir mal den Reiter. Ich könnte natürlich die antiken Münzen verkaufen, aber ganz im Ernst, nö. Hier diese Robe. Komm, weg damit.
kriegen wir ein bisschen Geld zusammen. Die Vagabundkapuze, eine kann ich davon mal verkaufen. Hier auch die Kluft, die Stiefel. Altes Schwert. Sieht irgendwie cool aus. Wo habe ich denn das gefunden? 4 Schaden. Was macht das normale Eisenschwert? Ich muss mal gucken. Wo ist es denn? Da. Auch 4. Ich glaube, ich werde mal das alte Schwert probieren. Einfach nur mal aus Neugier. Da. Eisenschuhe weg. Was habe ich denn noch? Eisendolch. Eisenaxt. Dietriche behalte ich. Hier, der Honigwein, der bringt auch eine Menge Geld. 11 Stück. Da steht 15% Frostschaden für 45 Sekunden. Ausdauer regeneriert langsamer. Das wäre nicht schlimm. Mana regeneriert 20 Punkte schnell. Oh. Ich glaube, den behalte ich. Den kann ich ja nicht einfach verschenken. Also, verschenken im übertragenen Sinn. Wenn ich jetzt den Ballon Quarz verkaufe, kriege ich auch 11 pro Stück. Ich glaube, das mache ich tatsächlich mal. Alle verkaufen. Die Baupläne nehme ich mit, weil ich weiß nämlich nicht, ob ich sie irgendwann gebrauchen kann. Ich habe sogar noch Eispranken. Hier, Eisenstreitkolben macht 6 Schaden sogar. Wir müssen mal probieren, mit was wir gegen den Valtyren kämpfen können. Flammenstab. Hm. Ich habe sogar 4 Fleisch. Das könnten wir eigentlich mal brutzeln, wenn wir wollen. Was bringt das denn? Sättigt für 120 und sorgt für langfristige Lebensregeneration außerhalb des Kampfes. Je mehr Lebenspunkte ihr maximal habt, desto mehr werden regeneriert. Heilt euch um 6 Punkte Lebensenergie. Oh. Also Ziegenmilch ist gar nicht mal so schlecht. Handschuhe bringen 0. Na, ist egal. Kelch weg. Verkaufen wir das mal alles. Kohl, sage ich schon. Die Kohle, ich weiß gar nicht, braucht man die für irgendwas? Ich meine, es ist Werkzeug. Aber ich verkaufe es einfach mal. Am Anfang passiert jetzt nicht gerade viel, wie man sieht. Ich verkaufe erstmal eine leere Weinflasche. Mal gut. Mana-Pilze habe ich ja auch. Was bringen die? 1 pro Stück. Muschelfleisch bringt 0. Wahrscheinlich muss ich das erstmal kochen. Rattenhaut bringt auch nichts. Die Holzfäller-Axt. Silbererz, Silberkerzenständer. Weg damit. Hier ist noch eine Vagabundkluft. Weg damit. Verschlissene Robe. Bringt auch ein bisschen was. Hier habe ich sogar Wein. Mana wird dadurch immer regeneriert. Also, da sieht man mal wieder, man muss saufen, um Magie zu haben. Geisterwolf rufen, Lebensabsorption, die haben wir, glaube ich, schon. Die kann ich verkaufen. Ziegenfleisch, komm. Jetzt haben wir 228 Münzen. Wenn ich jetzt vielleicht noch was kaufe. Hier so ein Lehrlingsbuch für Fernkampf zum Beispiel. Können wir uns leisten. So. Hua! Schreitet wohl. Schreitet wohl. So, jetzt werde ich erstmal die ganzen Lehrlingsbücher in mich aufsaugen. Einhandwaffe. So, 1 auf 17 erhöht, Elementarismus 1 auf 17 erhöht und Fernkampf von 1 auf 16. So. Das dürfte ja jetzt schon mal etwas verbessert sein. Falls das nicht ausreichend sollte, werden wir auf jeden Fall... Oh, da drüben ist eine Kiste. Das ist ja cool. Die sehe ich jetzt gerade erst. Mal sehen, was drin ist. Ich hoffe, was Schönes. Was ist drin? Groschen, 22 Stück. Schade, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass da irgendwas Cooles drin wäre. Sowas wie ein Mega-Schwert. Apropos Schwert. Hm. Schwert sieht ja nicht schlecht aus. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung... Komm, wir werden mal kurz gegen diese Krabbe da kämpfen. So richtig Schaden macht's ja nicht. Wie sieht denn das aus mit dem Streitkolben?
Ui. Der haut mal richtig rein. Ich glaube, umso härter die Schale ist, umso besser ist ein Streitkolben. Es ist jetzt also die Frage, was für ein Valtüren gut ist. Das weiß ich leider nicht. Vielleicht eine Axt oder so. Weil es gibt ja immer Schwächen für jeden. Für jeden Gegner gibt es irgendeine Schwäche und die müssen wir rausfinden.